Ja, da ist ein altes Rentnerpaar und die sind zu Hause, denn es ist langweilig. Jedenfalls haben die einen Papagei. Der Papagei, der hat sich gelangweilt und hat die Zeit ausgenutzt, des nächsten Tages am Morgen, wo die beiden auf Arbeit waren. Da hat er ganz einfach gesagt, ach, hier nimmst du mal ein Telefonhörer und rufst du mal an. Und hat da Brikett bestellt bei der Kohlenhandlung. Jedenfalls, die Kohlenhändler kommen, schütten den ganzen Mist ab vor der Tür. Und abends kommt die Olle nach Hause und sieht von Weitem den großen Haufen Kohle liegen. Da hat sie gesagt, Mann, was soll denn das? Wer hat denn die Kohlen bestellt? Das war bestimmt der Alte. Na, warte mal, wenn der kommt, dann muss er spinnen. Wer hat denn das so viel Geld? Hartz-IV-Empfänger. Jedenfalls, sie geht hoch, kommt der Alte abends von der Arbeit, sieht die Kohlen, sagt, Mann, die Alte muss doch spinnen. Die Haufen Kohlen, wer soll das bezahlen? Wir haben Hartz-IV. Geht hoch. Da sitzt die Alte am Tisch, wartet schon gespannt. Die Türe geht auf, der Alte kommt rein. Was soll's sein? Ein paar Worte fallen. Kuckuck, Kuckuck. Du sag mal, hast du die Kohlen bestellt, Alter? Ich? Nö. Ach klar, warst du's. Lieg nicht rum. Nein, ich war's nicht. Jedenfalls, die beiden sind sich einig geworden. Keiner von beiden war's. Da kann es ja nur einer gewesen sein. Also, da halt es aber los. Jetzt frag mal den Papagei. Papagei sitzt da. Jo, ich hab's bestellt. Da kriegt der Papagei eine geschossen von der Alten, dass der Papagei vollkommen unters Bett floh. Da lacht die Katze. Da guckt der Papagei die Katze an und sagt: Hey, du, hast du auch Kohlen bestellt? Tschüss!